Am 26. September jährt sich ja zum zweiten Mal der Terroranschlag gegen die zivile Energieinfrastruktur Nord Stream. Da würde mich interessieren, geht denn die Bundesregierung, wie bisher schon mehrmals kundgetan, nach wie vor von einem staatlichen Akteur dieses Angriffs aus? Also, wenn ich es richtig weiß, haben wir uns zu den Akteuren überhaupt nie hier erklärt, sondern zu ihrer Frustration habe ich immer wieder auf den Generalbundesanwalt, der die Ermittlungen in diesem Fall führt, verwiesen. Und das würde ich auch in diesem Fall tun, ohne irgendetwas von dem, was Sie in Ihrer Frage angesprochen haben, hier mir zu eigen zu machen. So viel war das ja nicht, aber es gab einige, nicht hier, aber in kleinen Anfragen hat die Bundesregierung das durchaus zu verstehen gegeben. Dann zu meiner Nachfrage. Seit August 2024 wissen wir ja, dass die Beweislage, Sie haben ja da gerade davon gesprochen, vom Generalbundesanwalt zumindest so klar ist, nach 2 Jahren intensiven Ermittlungen, dass ein Richter am Bundesgerichtshof einen Haftbefehl ausgestellt hat gegen einen ukrainischen Staatsbürger und Profitaucher, der dann sich der Haft entzogen hat durch Flucht in die Ukraine, nach aktuellem Wissensstand in einem Auto mit diplomatischem Kennzeichen, ebenfalls ukrainischer Provenance. Da würde mich interessieren, 2 weitere Tatverdächtige, die auch schon entsprechend kommuniziert worden vom Generalbundesanwalt, soll es sich auch um ukrainische Staatsbürger handeln. Da würde mich generell interessieren, was zieht denn der Kanzler für Schlüsse aus diesem aktuellen Status quo in Bezug auf Rolle und Umgang der Ukraine in dieser Causa? Ich glaube, der Kanzler hatte sich zum Sabotageanschlag auf die Nord Stream Pipeline immer einheitlich eingelassen, indem er nämlich gesagt hat, er will wissen, wer diejenigen sind, die diesen Anschlag verübt haben. Sie haben zu Recht darauf verwiesen, dass Haftbefehle ausgestellt worden sind. Das ist in einem Rechtsstaat so üblich und dann muss es ein Verfahren geben und am Ende des Verfahrens steht ein Urteil und dann tut man gut daran, sich nach diesem Urteil dazu zu äußern. So, wir machen thematisch bunt weiter. Ich bin jetzt bei Frau